Moment, Georg, möchtest du erst noch ein paar Worte sagen? Ich schalte mal den Bildschirm wieder frei. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Und wir haben ja den Schwerpunkt heute Umweltkämpfe und Ökologie bei den Zapatistas. Und Heike, wenn du weitergehst, dann kann ich noch kurz die Gliederung vorstellen und würde dir dann das Wort übergeben. Genau, also wird eine kurze Einführung zu den Zapatistas geben, denn auch wenn das eine Veranstaltungsreihe ist, ist es ja trotzdem vielleicht so, dass manche zum ersten Mal heute da sind und noch nicht so viel davon wissen. Und dann erzählt euch Heike also betrachtet den Aufstand sozusagen mal unter den ökologischen Aspekten, inwiefern hat das da eine Rolle gespielt. Dann will ich ein bisschen auf die Kosmovision der Zapatistas eingehen, die sich eben auch viel in der Maya-Indigenen speist und natürlich auch Auswirkungen auf ihr politisches Verständnis hat und auf ihr Verhältnis zur Natur. Ja, dann ein paar aktuelle Umweltkämpfe, die gerade eben einfach von den Zapatistas und anderen Indigenen geführt werden. Und dann noch, wie das Thema jetzt gerade bei der Reise für das Leben, also bei der anstehenden Reise der Zapatistas, bearbeitet wird. Und zum Schluss soll natürlich noch ein bisschen Raum für Fragen und Diskussionen sein. Und ja, das war's so von mir zur Vorstellung des Ablaufs. Und dann, Heike, kannst du gern übernehmen. Genau, fangen wir an mit diesem Bild nochmal. Nos conquistaron, seguimos en resistencia y rebeldía, ¿no? Also, sie haben es nicht geschafft, uns zu erobern, weil wir sind weiterhin im Widerstand und in Rebellion. Und kurze Einführung zu den Zapatistas. Ich nehme an, die meisten von euch kennen jetzt schon ein bisschen die Zapatistas, deshalb mache ich ganz kurz. Ab dem Aufstand 1994 wurden sie bekannt. Organisiert haben sich die Zapatistas schon 10 Jahre vorher, seit 1983 ungefähr, im lakandonischen Urwald und wurden uns 1994 am 1. Januar bekannt mit ihrem Aufstand, wo sie mehrere Städte in Chiapas besetzt haben, zum Teil mit Waffen, zum Teil einfach nur mit Stöcken oder gar nichts bewaffnet. Und die wichtigsten Forderungen der Zapatistas sind die nach Bildung, nach einem Dach für alle, nach Gerechtigkeit, genug zu essen für alle, Demokratie, das Leben der eigenen Kultur, Freiheit, Arbeit für alle, Leben in Frieden, das Land, die Mutter Erde für die, die bei ihr leben, die Gesundheit, Unabhängigkeit und freie Informationen. Vieles finden wir auch wieder in Menschenrechtserklärungen, die längst unterschrieben sind von mexikanischen Staaten, aber nie umgesetzt wurden oder nur teilweise umgesetzt wurden und vor allem der indigenen Bevölkerung vorenthalten waren. Und als sie den Aufstand gemacht haben mit verdeckten Gesichtern, wurden sie endlich gesehen. Denn sie sagen, vorher haben wir auch oft versucht, unsere Situation gerechter zu machen, zu kämpfen, wurden aber nicht wahrgenommen. Chiapas ist ein kleiner Teil Mexikos, ganz hier im Süden Mexikos, ist ein Gebiet mit überwiegend Maya-Bevölkerung, grenzend hier an Guatemala. Ihr seht auch ziemlich glatte Striche als Grenzen, was auch auf die Kolonialgeschichte zurückzuführen ist. Und die In Chiapas selber, also Mexiko, hat insgesamt nur etwa 10% indigene Bevölkerung. Die Mehrheit sind Mestizen, also schon derjenigen Nachkommen, die das Land ja eroberten oder überfallen haben und sich zum Teil gemischt haben mit der Urbevölkerung. Aber in Chiapas selbst ist eine Mehrheit der Nachkommen der Mayas. Und in dem Gebiet, wo die Zapatistas besonders stark sind, haben wir auch mehrere Ethnien, mehrere Sprachen. Tzotzil, Tzol, Tzeltal, Tocolabal und Mam sind so die größten Maya-Sprachen. Und hier habe ich gemalt, Ein Lied aus sind die Gebiete, wo die Zapatistas besonders stark sind. Sind also eine ganz stark indigene Bewegung. Und ich weiß nicht, wie weit ihr das in vorigen Präsentationen schon mitgekriegt habt. Die Organisationsstruktur der Zapatistas
ist eine sehr stark basisdemokratisch orientiert, also dass praktisch hier von unten nach oben regiert wird und nicht von oben nach unten. Die wichtigsten Entscheidungen werden also hier in den Familien getroffen, in den Versammlungen, in den Dörfern. Von dort werden dann, wenn Entscheidungen getroffen wurden, auch Delegierte gewählt in die größeren Gebiete, wo mehrere Gemeinden zusammenkommen. Und die wiederum wählen für die verschiedenen rebellischen Landkreise. Und dann haben wir die Caracoles, in denen sozusagen, was sie nennen, die Juntas de Buen Gobierno, also die Räte der guten Regierung sind. Und diese gewählten Menschen sind praktisch rotative Ämter, weil es sind auch Ämter, die als Servicio, also als Dienst ausgeführt werden und nicht Ämter, die bezahlt sind. Und wir nennen sowas hier in Deutschland zum Beispiel ehrenamtlich. Und es ist aber auch so, dass wenn sie ein Amt übernommen haben, dass andere dafür ihnen helfen, zum Beispiel die Felder zu bearbeiten, die Familien zu ernähren. Und in den Caracoles finden wir auch die Regierungen, die dann auch immer wieder im Wechsel sind, damit viele auch das Regieren lernen. Und selbst wenn wir alle 4 Wochen und manchmal sogar alle 2 Wochen andere Leute hier sitzen haben, sie kommen auch wieder hierher, sind also für längere Zeit auch gewählt, sind jederzeit abwählbar, wenn die Basis mit ihnen nicht mehr einverstanden ist. Also sie sind schon streng, haben strenge Regeln, um einander auch da zu kontrollieren. Wenn ihr da nachher Fragen noch zu habt, könnt ihr gerne weiter nachfragen, aber vielleicht habt ihr diese Strukturen ja auch schon in anderen Veranstaltungen gehabt. Das ist einfach noch mal kurz zusammengefasst. Die Caracoles sind 2003 gegründet worden, also seit der Zeit haben wir diese Strukturen gefestigt, aber dass diese Strukturen beginnen mit den Basisdemokratien und Weitergewählte, das ist schon länger. Und es waren dann erstmal 5 Zonen sozusagen in den verschiedenen Sprachgebieten, derweil haben sie noch mehr Caracoles gegründet, sodass also auch Leute nicht so weite Wege haben. Jo, wir wollen heute uns vor allem konzentrieren auf die ökologischen Aspekte des Aufstands. Vielleicht noch kurz logistisch, wenn ihr jetzt Fragen habt, stellt die am besten erstmal in den Chat. Und ansonsten werden wir ja am Ende nochmal Zeit für Diskussionen haben. Die ökologischen Aspekte des Aufstands. Ja, zum Beispiel, es ist ja derweil bekannt, dass große Rinderherden oft nicht so gut sind für die Umwelt. Dazu kommt, dass große Rinderherden sehr viel Land brauchen, was den Bauern dann fehlt, um zum Beispiel Mais, die Milpa, anzubauen. Das Typische ist, und das haben wir, ich selbst habe etwa 6 Jahre in Chiapas gelebt und dort im internationalen Friedensdienst CIPAS mitgearbeitet. Und mir haben also ganz oft die Campesinos auch erzählt, dass vor 1994 große Rinderherden gelaufen sind und sie haben das Land sozusagen zurückerobert, recuperados, um es auch wieder ja, zurück zu heilen für die Mutter Erde, ihre Milpa anzubauen, die wir auch gleich mal vorstellen, was die Milpa auch bedeutet. Vielleicht noch ein Aspekt des Aufstands ist hier das NAFTA-Abkommen, 1994 in Kraft getreten, ein Freihandelsabkommen mit Nordamerika, was ökologisch die Situation noch schlimmer macht, weil nämlich nochmal die Ländereien mehr in Händen des Großgrundbesitzes sein werden, was für die Bauern einfach nochmal einen Verlust von Land bedeutet. In diesem NAFTA-Abkommen vielleicht mal so ein Aspekt, dass billiger Mais aus den USA nach Mexiko importiert wird oder exportiert aus den USA nach Mexiko, während eigentlich die Bauern ja ihr Land mit Mais versorgen könnten. Und die Bauern dadurch natürlich, wenn der Mais billig importiert wird, ihn nicht mehr verkaufen können und damit ihr Land verlieren, weil sie einfach nicht mehr davon leben können. Aber wichtiger noch für die Bauern dort ist, dass sie in ihrer Hilfe auch sozusagen als allererstes an ihre Selbstversorgung denken und erst im zweiten Gang geht es dann darum, auch etwas zu verkaufen. Genau andersrum, als wenn das Land den Großgrundbesitzern gehört, die in erster Linie damit Geld machen wollen.
Hier sieht man also das Integrale dieser der Kosmovision der indigenen Bevölkerung, eben auch der Zapatistas, der Mayas, das alles zusammengehört. Die Pflanzen, die Tiere, alles ist in einem Kreislauf. Alles gehört zusammen. Und die Milpa, das ist also das traditionelle Feld der Selbstversorgung. Denn ganz wichtig in der Milpa ist der Mais. Und als zweitwichtiges die Frijoles, die Bohnen, die sind sowohl zum Essen beides ganz, ganz wichtig, dass wir also jeden Tag schwarze Bohnen, Frijoles essen und dazu Tortillas aus Mais. In diesen Milpa-Maisfeldern wachsen normalerweise auch noch Calabazas, also so Kürbisse, manchmal auch noch andere, Yerba Mora zum Beispiel, das sind so grünes Kraut, was man kochen und mit in die Suppe machen kann und essen kann. Und das ist sowohl für die Natur viel, viel besser als eine Monokultur, als auch fürs eigene, für den eigenen Magen, die eigene Gesundheit, wenn wir unterschiedliche Sachen essen. Also ganz wichtig, dieses gemeinschaftliche Integrale in der Natur. Und bei den Zapatistas auch ganz wichtig, die Felder gemeinsam zu bestellen. Es ist schon so, dass viele ihr eigenes Feld haben, aber ganz wichtig auch immer Gemeindeland, was gemeinsam bearbeitet wird und eben auch die Ernte gemeinsam geteilt wird. Dabei auch ganz wichtig die Frauen, die auch hier gemeinschaftlich arbeiten, übernehmen, gemeinschaftlich Felder haben. Und der Mais ist nochmal eine ganz wichtige Pflanze, nicht nur zur Ernährung, zur Selbstversorgung, sondern auch kulturell. Kommen wir hier jetzt zu den Geschichten vom Mais, ne? Die Vielfalt vom Mais. Wir sehen also den Mais. Ja, gehst du nochmal an die Folie zurück? Den Mais in den verschiedensten Farben. Und die Mayas glauben also auch, dass die Götter die Menschen aus Mais gemacht haben. Und dazu haben wir auch eine Geschichte, ne? Wie war das? Ja, genau. Geschichte also, erstmal? Hörst du mich, Heike? Oder, ja, dann lass mich gerne übernehmen. Genau, also Heike hat ja gerade schon so ein bisschen erklärt, wie der Mais so zum einen natürlich für die Ernährungsgrundlage, für die Ernährungssouveränität sehr wichtig ist, wie er auch einfach für das ökologische Gleichgewicht wichtig ist, weil eben diese Milpa erlaubt, dass bearbeitet wird, ohne dass er ausgelaugt wird, weil die verschiedenen Pflanzen eben unterschiedliche Nährstoffe in Anspruch nehmen und gerade die Bohnen und der Mais einen sehr, sehr guten Ausgleich schaffen. Genau. Und dann aber, was heißt aber, er hat sicherlich... Nicht zuletzt dadurch hat er eben auch in der Mythologie der Mayas eine sehr starke Bedeutung. Und die Zapatistas sind fast alles Maya-Indigene. Und genau, weil wir ja sozusagen heute auch so ein bisschen diese Brücke schlagen wollen zwischen den politischen Ansichten der Zapatistas und dem, was aus der indigenen Kultur stammt, haben wir die Geschichte rausgesucht. Canela, das holen wir auf jeden Fall gleich noch nach. Das stimmt, das hätten wir normalerweise auch gemacht. Canela hat gerade angemerkt, dass wir uns vielleicht hätten vorstellen können am Anfang. Das haben wir versäumt, weil wir selber wahrscheinlich ein bisschen überfordert sind, von dem Vortrag in einer Zoom-Konferenz zu halten. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Genau. Aber vielleicht machen wir den Punkt gerade noch zu Ende und dann können wir die Vorstellung machen, nachholen. Und es gibt von den Mayas gibt es so ein Buch, was ein spanischer Eroberer aufgeschrieben hat, was er sich von den Mayas damals hat erzählen lassen. Das Popol Vuh heißt das. Und da ist zum Beispiel die Geschichte von den Maismenschen drin enthalten. Und genau, Heike, die kannst du ja vielleicht jetzt an der Stelle mal kurz vorlesen.
Gut. Ganz früher gab es nur den Himmel und das Meer. Aber die Götter vermissten jemanden, der sie anbetete. Deshalb beschlossen sie, Lebewesen zu erschaffen und bauten für sie zwischen Himmel und Meer einen trockenen Platz, die Erde. Die Erde. Bin ich. Anfangs erschufen die Götter Tiere, doch bald bemerkten sie, dass die Tiere sie nicht anbeteten. Schließlich konnten sie nicht sprechen. Deshalb formten sie aus Schlamm einen Menschen. Der konnte zwar sprechen, aber er sprach nur zusammenhangslose Worte. Die Götter versuchten es mit Menschen aus Holz. Diese sprachen und vermehrten sich. Aber sie vergaßen, den Göttern zu danken. Die Götter schickten eine Flut, um die Holzmenschen loszuwerden. Doch diese retteten sich auf die Bäume. Als die Flut endlich sank, vergaßen die Holzmenschen herunterzuklettern. Noch heute leben sie dort als Affen. Noch einen Versuch wollten die Götter wagen, um Menschen zu schaffen. Sie sammelten Maiskörner, mahlten sie zu Mehl und mischten es mit Wasser. Daraus formten sie nun die Menschen. Mit den Maismenschen waren die Götter nun zufrieden. Denn sie lernten schnell, dass sie die Götter verehren sollten. Und da der Mais verschiedene Farben haben kann, entstanden Menschen mit verschiedenen Hautfarben. Ja, das aus dem Popol Vuh, ja, zur Entstehung des Menschen aus Mais. Genau, danke. Janne, andere, Heike, machst du die, kannst du die Präsentation wieder hinmachen? Das wäre super, oder soll ich es machen? Trotzdem schon mal weiter erzählen. Also die Zapatistas haben, wie gesagt, viel auch aus ihrer, von ihren politischen Vorstellungen ja, aus den indigenen Traditionen gezogen. Ne? Also zum Beispiel diese flachen Hierarchien, diese Selbstverwaltung, Entscheidungen möglichst im Konsens. Das sind Sachen, die eben nicht durch linke Theorie in den Zapatismus gekommen sind, sondern durch einfach dadurch, dass sich die indigenen Gemeinden seit Jahrhunderten so verwaltet haben. Und ja, aber die Maismenschengeschichte, finde ich, ist so ein gutes Beispiel, wie die Zapatistas sich das eben auch angeeignet und verwandelt haben. Also genau, hier seht ihr nochmal dieses Bild, was irgendwie gut veranschaulicht, dieses Sinnbild zu sagen, die Maismenschen, also die Menschen sind aus Mais, deswegen gibt es so viele Farben. Wir kennen in Deutschland ja häufig nur gelben Mais, aber wie ihr seht, gibt es auch viele andere Arten von Mais. Genau, danke Heike. Auf der nächsten Folie noch mal mehr. Das ist so, selbst das ist nur eine Auswahl der Maissorten, die in Mexiko tatsächlich existieren. Und ich würde mal noch eine andere Version der Geschichte vorlesen. Tut mir jetzt leid für die Leute, die hier sitzen. Ihr seht jetzt nur das PDF, ihr könnt mitlesen. und zwar ist das die Variante, wie sie der Subkommandant damals noch, also der Sprecher der Zapatistas, veröffentlicht hat. So wie er es erzählt hat, ihn der alte Antonio, der alte indigener Mann, der in den Gemeinden im lacandonischen Urwald gewohnt hat und der ihm sehr viel beigebracht hat über ja, die Weltanschauung der Maya-Indigenen. Genau, also ihr hört dieselbe Geschichte nochmal, aber eben neu interpretiert. Als die Welt noch schlief und nicht erwachen wollte, versammelten sich die großen Götter, um ihre Arbeit abzusprechen. Und so einigten sie sich darauf, Erde, Männer und Frauen zu erschaffen. In ihrer Mehrheit waren die Götter der Meinung, dass dies ihre Aufgabe sein sollte, das Erschaffen von Erde und Menschheit. Sie nahmen sich vor, die Menschen besonders schön und hart zu machen. Die ersten Menschen, die sie erschufen, waren aus Gold. Die Götter waren sehr zufrieden mit den Goldmenschen, denn sie waren glänzend und stark. Aber bald bemerkten sie, dass sich diese Menschen nicht bewegten. Nie liefen oder arbeiteten sie, denn sie waren viel zu schwer.
Die Götter versammelten sich erneut, um über eine Lösung des Problems zu beraten. Sie kamen überein, eine andere Art Mensch zu erschaffen, dieses Mal aus Holz. Die Haut dieser neuen Menschen war holzfarben. Sie arbeiteten und wanderten viel, und wieder waren die Götter zufrieden. Gerade als sie begannen, richtig glücklich über ihre Entscheidung zu sein, wurde ihnen aber klar, dass die Goldmenschen die Holzmenschen zwangen, sie zu tragen und für sie zu arbeiten. Jetzt sahen die Götter, dass sie einen großen Fehler gemacht hatten, und wieder mussten sie eine Lösung finden. Sie kamen zu dem Schluss, Menschen aus Mais zu erschaffen, gute Menschen, wahrhafte Männer und Frauen. Die Götter legten sich daraufhin zum Schlafen nieder und überließen es den Maismenschen, den wahrhaften Männern und Frauen, die Situation auf der Erde zu verbessern. Die Maismenschen sprachen die wahrhafte Sprache, in der sie sich einigen konnten, und sie gingen in die Berge, um den richtigen Weg für alle Menschen zu finden. Der alte Antonio erzählte mir, dass die Goldmenschen die Reichen sind, die mit weißer Haut, und dass die Holzmenschen die Armen sind, die mit brauner Haut, die immer die Reichen tragen und für sie arbeiten. Und beide, die Goldmenschen und die Holzmenschen, warten auf die Menschen aus Mais, die ersteren mit Angst, die zweiten mit Hoffnung. Ich fragte den alten Antonio, welche Hautfarbe die Maismenschen hätten. Daraufhin zeigte er mir mehrere Maissorten in verschiedenen Farben. Er erzählte mir, dass sie alle Hautfarben hätten, aber niemand es genau wüsste, denn die Maismenschen, die wahrhaften Männer und Frauen, hätten kein Gesicht. Okay, genau. Also das die zapatistische Variante der Geschichte von den Maismenschen. Und wir sehen, dass sich da sozusagen das Motiv wiederfindet, natürlich, dass gute Menschen alle Hautfarben haben können, dass es aber noch darüber hinausgeht, eben, dass sozusagen auch andere heutige politische Motive, die bei den Zapatistas irgendwie präsent sind, in diese Geschichte eingearbeitet wurden. Zum Beispiel eben die Unterdrückung der schwarzen Menschen, der indigenen Menschen, People of Color, durch die weißen Menschen. Genau, und es war in der Geschichte gerade schon die Rede von der wahrhaften Sprache. Wahrhafte Sprache, so bezeichnen die verschiedenen Maya-Familien, also sozusagen, wenn man das Wort für ihre eigene Sprache jeweils übersetzt, dann heißt es einfach wahrhafte Sprache, dieses Batsikop, was ihr hier unten seht, das heißt sozusagen wahrhafte Sprache. Und wenn wir uns das Naturverhältnis der Zapatistas oder das Verhältnis der Zapatistas zur Natur angucken, dann ist gerade für zum Beispiel europäische Menschen, die dazu natürlich keinen so guten Zugang haben. So, ne? Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich hier gut erklären könnte, wie die Zapatistas die Welt sehen. So, ich kann höchstens irgendwie zeigen, welche Zugänge es für uns leichter machen, sich dem anzunähern. Und ein Zugang ist eben die Sprache. Es gibt sogar eine zapatistische Sprachschule, die auch für Externe offen ist. Und wo man Spanisch, aber auch Tzotzil, also eine der alten Maya-Sprachen, lernen kann. Und da gibt es diesen Begriff des Chulels, der nicht wirklich zu übersetzen ist. Also Versuche, das zu übersetzen, landen dann bei so sehr sperrigen, schwer zugänglichen Begriffen wie die umfassende Potentialität des Herzens oder so. Genau, es ist schwierig für uns zu fassen. Es gibt einfach keine Übersetzung in dem Sinne. Aber wenn ich versuche zu erklären, also genau, es geht ums Herz, es geht darum, dass das irgendwie ein sehr starkes, ein auch heiliges Potenzial hat. Und es geht darum, dass Chulel eine Verbundenheit zwischen allem Lebendigen ausdrückt. Das ist das, was alles, was lebt, gemeinsam hat. An der Stelle möchte ich am besten auch einfach hier aus einem Sin vorlesen, zu dem ihr auch später noch den Link haben könnt, weil das dort, finde ich, ganz gut erklärt ist, so gut man das eben erklären kann. Chulel zu haben heißt Bewusstsein und Potenzial zu haben. Es heißt zu wissen und zu fühlen, wo und mit wem du bist. Gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die auf der gegenseitigen Anerkennung des Chuletik,
Tick ist Plural, basieren. Die Kompass sagen, wir müssen unser Tschulel zurückgewinnen. Sie sagen dies, da durch die Kolonisierung unser Tschulel eingesperrt wurde. Historisch betrachtet haben wir sehr viel kämpfen müssen, um unser Tschulel zu retten. Unsere Kämpfe gestalten wir in der Forderung nach unserem Tschulel. Unser Tschulel zu finden bedeutet, dass wir die Welt verändern werden. Für die Maya ist heilig, was nicht zerstört werden kann. Die Gebenden des Lebens, wie die Erde, Wasser, die Sonne. All das, was Natur ist, die natürliche Welt. In dieser Welt sind wir nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass wir nicht außerhalb dieser Natur existieren. Wenn du das verstehst, hast du Tschulel. Genau, also hier klingt es schon so ein bisschen an. Ne? Es geht eben um eine grundlegende Verbundenheit mit der Natur. So, das geht eben weit über unsere westlichen rationalen Analysen hinaus von, wie wir Ökosysteme betrachten. Bei den Zapatistas ist es eben wirklich immer sehr wichtig zu sagen, okay, wir betrachten die Natur, manchmal sagen sie als unsere Mutter, manchmal sagen sie, wir betrachten sie als etwas, von dem wir gar nicht abgetrennt sind, von dem wir auch halt einfach nur ein Teil sind und über das wir demnach nicht herrschen dürfen. Also es ist grundsätzlich erstmal sehr kritisch für die Zapatistas und auch andere Indigene, die Natur beherrschen zu wollen. Sie müssen das natürlich auch in gewissem Rahmen machen. Wenn man ein Haus bauen will, dann macht man dafür vielleicht Bäume weg und so weiter. Ne? Als Mensch müssen wir natürlich uns irgendwie dort verhalten und gestalten auch unsere Umgebung so, wie wir das wollen. Aber die Herangehensweise ist eben andere, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich kann es nicht einfach so viel und so oft machen, wie ich gerade Lust drauf habe, sondern ich muss mir das immer überlegen. Ist das gerade gerechtfertigt? Ich muss da immer wirklich mit Respekt irgendwie rangehen und immer dieses Verständnis haben von, ich bringe da was aus dem Gleichgewicht. Ich störe eben dieses Tschulel für einen Moment. Und muss einen entsprechenden Umgang damit haben, bewusst damit umgehen. Kannst gerne die nächste Folie machen, Heike. Danke. Also ich finde, hier ist auch nochmal so ein Text, ich würde ihn kurz vorlesen, weil er es auch nochmal ganz gut, finde ich, fasst. Was alle Wesen teilen, ist das Tschulel. Aus diesem Verständnis des Tschulel in allem heraus bildet der Mensch Beziehungen mit all dem, was existiert. Mit anderen Worten, der Mensch interagiert auf materieller sowie immaterieller Ebene mit seiner Umgebung und diese mit dem Menschen. Von dieser Ebene oder diesem Universum des Tschulel her begriffen, ist die Existenz geordnet. Soziale Beziehungen bestehen zwischen all dem, was existiert. Also gerade der letzte Satz, das finde ich halt sehr spannend, dass sie tatsächlich quasi zwischen allem, mindestens zwischen allem, was lebendig ist, die Beziehungen als soziale Beziehungen begreifen. Von uns würde ja wahrscheinlich niemand sagen, ich habe eine soziale Beziehung zu einem Baum oder so. Und das ist eben wirklich, finde ich, ein sehr, sehr grundlegender Unterschied. Der, ne, ich hatte es gerade schon, der ändert selbstverständlich den Umgang mit Bäumen zum Beispiel. Und was auch so ein bisschen da schon angelegt ist und was, finde ich, auch sehr spannend ist an der zur Zielsprache, dass auch keine Besitzverhältnisse vorgesehen sind. Es sind eben alles, was uns umgibt, Pflanzen zum Beispiel, Tiere, sind Subjekte und sind keine Objekte. Ich kann sie also auch nicht einfach besitzen. Und dementsprechend heißt das eben in zur Ziel zum Beispiel nicht, das ist mein Hund, sondern es heißt, das ist der Hund, mit dem ich eine Beziehung habe. So viel dazu. Gerne zur nächsten Folie. Und damit würde ich das auch abrunden, weil damit, finde ich, wird jetzt wieder gut die Brücke geschlagen zur, wirklich zur politischen Ebene. Jeder von uns hat etwas Heiliges. Wir alle als Lebewesen. Das müssen wir anerkennen. Die Anerkennung von allem, was existiert. Es kann nur Gerechtigkeit geben, wenn wir uns gegenseitig anerkennen und sehen, dass wir alle heilig sind. Die Bäume, die Erde, alle. Die Antwort, die die Kapitalisten für das Leben haben, ist die Arbeit. Sorge dich nicht, ich gebe dir eine gute Arbeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Wir sehen also,
mit so einer Herangehensweise kann so ein neoliberales Glücksversprechen von, ja, wir bringen euch Entwicklung, wir bringen euch Industrie, dann habt ihr Arbeitsplätze, dann habt ihr Geld, das fruchtet da nicht, ne? Weil einfach sozusagen es mit einigen Grundsätzen bricht, weil es nämlich viele, viele andere Lebewesen einfach auf einen Objektstatus reduziert. Genau, weil es auch nichts, da könnte man jetzt noch sehr weit ausführen, so, es gibt noch diesen Begriff des Lekil Kush Lechal, das gute Leben, was auch sehr umfassend ist als Konzept und wo sozusagen ganz andere Werte zählen als zum Beispiel persönlicher, individueller Erfolg oder Ruhm oder Geld oder materieller Reichtum, sowas, ne? Die sind da eben wesentlich weniger präsent. Werte, die zählen, sind sowas wie das Chulel, für das wir zum Beispiel, wie gesagt, nicht mal eine angemessene Übersetzung haben. Okay, und Heike, wenn du zur nächsten Folie gehen magst. Danke. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Film machen, weil das eben bei Zoom nicht so einfach ist mit dem Film zeigen. Ich befürchte, wenn Heike das jetzt teilt, wird es vielleicht stocken. Ich kann den Link auf jeden Fall mal in den Chat kopieren für alle. Genau, denn wir sehen in dem Video gleich, sehen wir so ein bisschen einführend, was also die, so die typischen indigenen Umweltkämpfe in Mexiko sind. Aber vielleicht fällt mir gerade ein, Heike, ziehen wir da noch kurz unsere Vorstellung vor, oder? Ich sehe es gerade im Chat, vielleicht holen wir das an der Stelle mal nach. Magst du anfangen? Ja, genau. Also ich habe ja vorhin nochmal angefangen mit dem Aufstand der Zapatistas und den Forderungen, damals 1994. Und diese Forderungen sind dann weltweit auch gehört worden. Und gleichzeitig begann damals die Regierung auch Mexikos mit Krieg gegen die Zapatistas, gegen die Aufständischen. Und es entstand eine breite Solidaritätsbewegung mit den Zapatistas, einfach wegen deren Forderungen, aber auch wegen den Ungerechtigkeiten, hier einfach mit Krieg gegen sie vorzugehen. Und so entstanden verschiedene Solidaritätsgruppen, Bewegungen innerhalb Mexikos, aber auch international. Und in Deutschland entstand aus Solidaritätsorganisationen ein Netzwerk, nämlich das Yabasta-Netz. Yabasta einfach auch nach dem Schrei der Zapatistas damals zum Aufstand, die sagten, Yabasta, es reicht uns jetzt mit Ausbeutung, Naturzerstörung, Zerstörung unseres Lebens, es reicht uns jetzt. Wir wollen ein menschenwürdiges und integriertes und gerechtes Leben haben. Und auf diesen Ruf Yabasta bezieht sich auch das Yabasta-Netz. Und das in Deutschland praktisch, es gibt mehr verschiedene Yabasta-Netze. Wir sind, der Georg und ich, Teil des Yabasta-Netz in Deutschland. Es gibt andere in Italien und es gibt international Yabasta-Netze. Und wir hier sind eigentlich ein Zusammenschluss aus Freunden, Freundinnen und Solidarität mit den Zapatistas. Derweil ist es gewachsen auch auf internationale Solidarität mit anderen Befreiungsbewegungen, zum Beispiel Kurdistan, so als ein Beispiel, aber auch mit Bewegungen in unseren Ländern. Und durch die Ankündigung der Reise der Zapatistas, auf die wir nachher nochmal zurückkommen werden, haben wir weitere Vernetzungen innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas, in den letzten halben Jahr eigentlich sehr verstärkt. Und innerhalb des Yabasta-Netzes Deutschlands haben wir verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Und zum Beispiel der Georg und ich haben die Klima-AG gegründet. Und es gibt andere mehr mit Frauen-AG und ganz viele verschiedene Arbeitsgruppen. Auch Arbeitsgruppen, die mehr zu thematischen Dingen stehen und andere, die mehr zu lokalen Ebenen, wie Yabasta Hamburg oder Yabasta München oder Berlin. Und ja, und wir sind vor allem auch in der ganzen Organisation der Zapatista-Reise und in der Vernetzung der Organisationen und sozialen Kämpfe von unten links auch schon mal hier beschäftigt.
Jo, Georg, magst du was ergänzen oder dann jemand was fragen? Ich kann ja vielleicht noch kurz ergänzen, dass wir auch beide bei Carea aktiv sind. Carea ist ein Verein, der Seminare organisiert. Wenn man die belegt hat, kann man dann nach Chiapas gehen und Menschenrechtsbeobachtung machen. Das ist also ein sozusagen wichtiges Feld, worüber die Zapatistas ja, ihren Aufstand verteidigen, weil sie ja seit dem 12. Tag ihres Aufstands wirklich die Waffen ruhen lassen. Und sozusagen da, also seitdem setzen sie auch auf Zusammenarbeit eben wirklich mit NGOs, Menschenrechtsorganisationen, internationalen, die dort recht präsent sind und beobachten, wie die Situation ist. Es gibt immer wieder paramilitärische Übergriffe. Ich glaube, wir erzählen später auch noch kurz was davon. Genau, daher haben wir uns, glaube ich, zuerst kennengelernt, Heike. Okay, und dann würden wir mal mit dem Video weitermachen. Pues compa, para nosotros la tierra como indígenas es como si fuera nuestra madre. Para nosotros la tierra es muy importante porque de ahí nos sostenemos, de ahí vivimos, de ahí crecimos, de ahí dependemos y dependemos de mucho. Por eso lo conservamos y lo cuidamos. Viele der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ernähren sich hauptsächlich durch die Milpa, das traditionelle Feld zur Selbstversorgung. Auf der Milpa werden unterschiedliche Sorten, vor allem Mais und Bohnen, angebaut. Dies ermöglicht vielen Menschen bis heute eine relative Unabhängigkeit vom Weltmarktgeschehen. Doch die Ländereien der Indigenen stehen unter Druck. Die Eliten setzen weiterhin auf profitorientierte Entwicklungsvorhaben wie Tagebau zur Gewinnung von Bodenschätzen, Staudämme, Monokulturen, Viehzucht oder Tourismusprojekte und benötigen dafür immer mehr Land. Nos oponemos totalmente a todo proyecto de muerte que amenace la vida en nuestro suelo. Nuestra voz es también la voz de la tierra que está padeciendo junto con nosotros las consecuencias de acciones irresponsables que se han realizado. No podemos aceptar un proyecto más que traiga opresión, esclavitud, enfermedad, hambre y muerte para nuestro pueblo. Was auf jeden Fall in Bezug auf Umweltkämpfe eine Organisation, die ich euch in dem Zusammenhang gerne noch vorstellen möchte, ist der Congreso Nacional Indígena, der Nationale Indigenen Kongress von Mexiko. Der wurde 96 auch von den Zapatistas ins Leben gerufen und ist aber mittlerweile eben ein Zusammenschluss von ja, widerständischen indigenen Gemeinden in ganz Mexiko, also ja. Gemeinden wirklich über das ganze Land verteilt, die sich gegen zum Beispiel Megaprojekte, Staudammprojekte, Autobahnen und so weiter wehren. Genau, die Organisation schickt auch eine Delegation mit, jetzt zusammen mit den Zapatistas.
Und ein Grund mehr, weshalb wir ein paar Worte davon erzählen möchten. Hier auf der Folie seht ihr so exemplarisch ein paar Bilder zu den Umweltkämpfen. Ne? Also hier oben zum Beispiel von einer großen Mine. Unten links ein Schild gegen eine Autobahn, die in Chiapas auch teilweise durch zapatistisches Gebiet gebaut werden soll. Und unten rechts ein Bild von einem Windpark. Auch ein sehr typisches Beispiel für ja, tatsächlich Umweltzerstörung und vor allem Unterdrückung von Indigenen in Mexiko und auch anderen lateinamerikanischen Ländern. Das ist das Perfide, dass natürlich Windparks immer als grüne Energie verkauft werden und das ja ein Stück weit auch sind. Das Problem ist nur, dass die Realität halt häufig so aussieht, dass diese Windparks in Naturschutzgebiete gebaut werden, auch viel zu dicht, sodass dann dort zum Beispiel keine Vögel mehr leben können, dass man dabei auch verschiedene Umweltstandards nicht eingehalten werden, dass also Öl von den Turbinen ausläuft. Die Betonsockel sind riesengroß und stellen teilweise eine enorme Kontaminationsquelle für den Untergrund dar. Und manchmal werden sie auch zum Beispiel ins Wasser gebaut und dann kann es durch die Lichter, die blinken, werden ganze Fischschwärme, die dort einfach regelmäßig kommen, so verwirrt, dass sie das nicht mehr als Laichgewässer nutzen können und so weiter. Also wenn man genauer hinguckt, sind eben auch diese Windparks häufig sehr umweltschädlich. Dasselbe gilt für Wasserenergie. Es werden teilweise große Staudämme gebaut und dann hunderte Hektar von Regenwald einfach geflutet. Brauche ich, glaube ich, nicht so sehr ausführen, inwiefern das nicht klimafreundlich ist. Genau. Und dann wird das eben am Ende sogar noch als grüne Energie verkauft. Genau. Roman, die Präsentation, die steht euch sozusagen allen zur Verfügung. Ich habe jetzt gerade den Link noch nicht parat. Wenn du mit jemandem Kontakt hast oder zum Beispiel die VeranstalterInnen hier anschreibst, dann kriegst du auch einen Link zu der Präsentation. Ach, und es wird ja auch aufgenommen, fällt mir gerade auf. Die ganze Veranstaltung wird ja aufgenommen. Okay. Tschüss, schön, dass du da warst. Heike, gehst du nochmal eine Folie zurück, bitte? Danke. Genau, was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist diese Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation. Die ist auch von Mexiko ratifiziert, mittlerweile endlich auch von Deutschland. Deutschland hat da sehr spät nachgezogen. Und die schreibt eben das Recht von indigenen Gemeinschaften fest, über Projekte selbst zu entscheiden, die auf ihrem Territorium verwirklicht werden sollen. Und das wird eben häufig einfach übergangen. So, ne? Entweder werden sie gar nicht befragt oder ihnen werden irgendwelche beschönigten Umweltverträglichkeitsstudien vor der Befragung vorgelegt, sodass es so aussieht, als ob das jeweilige Projekt eigentlich nicht weiter schlimm wäre. Dabei ist es völlige Desinformation. Genau. Ich würde mal kurz direkt auf die Frage eingehen, die gestellt wurde, weil das an der Stelle ganz gut passt, wie die Zapatisten sich selbst mit Strom versorgen. Also sie haben hier und da auch ihre eigenen Methoden der Stromversorgung, indem sie zum Beispiel eine Wasserturbine installiert haben oder so. Das, was ich kennengelernt habe. Was aber, glaube ich, die größere Stromquelle ist, sind tatsächlich einfach die öffentlichen Stromnetze. Und zwar ist es so, dass in Chiapas, gerade in indigenen Gemeinden, sehr häufig einfach gesagt wird, Strom ist heutzutage ein Grundrecht, ein Menschenrecht, wir brauchen Strom zum Leben und wir sehen es nicht ein, dafür zu bezahlen. Und sie nehmen sich einfach den Strom. Es gibt auch außerhalb von der zapatistischen Bewegung große Kampagnen, wo an Laternen fehlen, überall steht, bezahl nichts für deinen Strom und so, weil eben genau gesagt wird, es ist ein Grundrecht. Teilweise wurden wir dafür vertrieben, dass hier Strom gewonnen werden kann. Das Versprechen war natürlich immer für alle möglichen Staudammprojekte, dass dann der Strom günstiger wäre. Die Realität ist, dass ein Großteil der Wasserenergie in Chiapas produziert wird, aber Chiapas mit die teuersten Strompreise in ganz Mexiko hat nach wie vor. Also auch da wieder dieses neoliberale Glücksversprechen hat überhaupt nicht funktioniert. So, es war einfach nur Betrug und Raub letztendlich an den Menschen, die dort gelebt haben.
Und daher ist dort einfach jetzt diese Einstellung, okay, wir nehmen uns den Strom, den wir brauchen. Es ist auch nicht viel. Ich meine, sie haben ja keine große Industrie oder so und bezahlen dafür nichts. Und das funktioniert auch im Moment sehr flächendeckend. Gut, ja, dann können wir jetzt zur nächsten Folie weitergehen. Vielleicht nur ganz kurz, weil wir den Mais heute schon ein paar Mal erwähnt hatten. Auch das ist natürlich ein wichtiges Feld. Die Zapatistas, ebenso wie andere indigene Bewegungen, sehen die Vielfalt des Mais als ein sehr wichtiges Gut an und schützen den eben sehr aktiv. Also versuchen zu verhindern, dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen im Land breit machen, weil die eben den anderen Pflanzen durch Kreuzung dann schaden können, weil die auch der Insektenwelt schaden, was dann wiederum dem ganzen Ökosystem natürlich dem Gleichgewicht schadet. Genau. Und dementsprechend wird sich an vielen Orten in Mexiko auch gegen große agrarindustrielle Betriebe zur Wehr gesetzt, gegen die Saatgutbetriebe, die versuchen, Monopole auf ihre auf Mais generell sozusagen aufzubauen und ja, demgegenüber versuchen dann indigene Gemeinden wirklich diese Vielfalt zu erhalten. Es gibt immer wieder Austauschbörsen, wo verschiedene Maissorten sozusagen getauscht werden und so weiter. Und versucht wird, auf kleinen Feldern möglichst vielfältig anzubauen. Okay, dann ist, glaube ich, die Heike wieder dran. Jo. Ein Projekt, was gerade jetzt seit der jetzigen Regierung, die ja auch mal als, ja, von vielen als linke Regierung bezeichnet wird, manchmal immer noch die jetzige Regierung von Andrés López Obrador, der hat sich sowas ausgedacht, der nennt das die Tren Maya, den Maya-Zug. Und als ein ganz großes Projekt, was sowohl durch zapatistisches Gebiet als auch durch nicht-zapatistisches Gebiet gehen soll, also praktisch hier von Palenque, was in Chiapas liegt, bis durch weitere Bundesstaaten von Yucatan. Das ist eine touristische Halbinsel hier, dieses Gebiet. Und der Tren Maya ist einmal für den Tourismus, damit die Touristen also schön von Cancun bis Palenque überall in die Naturschutzgebiete kommen, überall die ökologische, wie nennt man diese alten Ruinenstädte, Maya-Städte, alles sich schön anschauen können. Und gleichzeitig aber ist dieser Maya-Zug auch ein Projekt für die Industrialisierung, damit man halt die Bodenschätze ausbeuten und ganz gut weiter transportieren kann. Und es gibt sehr viel Widerstand gegen dieses Tren Maya. Interessant ist, dass dieser Maya-Zug, dieses Tren Maya, auch sehr viel internationale Gelder mit reinspielen, internationale Aufträge, zum Beispiel auch die Deutsche Bahn. Zum Beispiel auch der deutsche TÜV, TÜV Rheinland, die dann an bestimmten Stellen sozusagen die Überprüfung machen und damit Geld verdienen. Und es gibt innerhalb von unserem Jabasternetz der Wahl eine Recherche AG. Die sind gerade dabei, zu diesem Tren Maya einen Bericht zusammenzuschreiben, wer da so an was beteiligt ist. Es regt sich aber auch entlang der ganzen Strecke Widerstand. Es gibt, warum der Widerstand? Auch weil einfach durch dieser Zug durch Naturschutzgebiete gehen wird, Wälder abgeholzt werden, die Naturschutzgebiete zerstört werden durch diesen Maya-Zug. Und dazu kommt jetzt noch in der Zeit von Corona, dass viele Dörfer das also auch gesehen haben und versuchten, sich abzuschotten, weil sie wussten, wenn hier die Arbeiter kommen, die bringen uns das Coronavirus mit, ne? Und so ist es auch gekommen. Also dieser Bau dieses Tren Maya wurde nicht gestoppt, es wird weitergebaut. Daran beteiligt ist Tourismusverein Mexikos und das wird da also weitergebaut. Wobei mehrere indigene Dörfer haben Klagen eingereicht vor den Verfassungsgerichten, sodass sie auch zeitweise was stoppen konnten. Aber so wirklich gestoppt ist dieser Zug nicht. Und deshalb auch ganz interessant, wo sich die Recherche AG im Moment besonders auch Gedanken macht, was können wir zum Beispiel auch von Deutschland aus tun.
Auch Spanien ist stark involviert mit ENFE, mit ihrem Zug. Aber wenn wir hier in Deutschland sind, können wir gucken, was hat die Deutsche Bundesbahn damit zu tun und wo können wir da vielleicht durch Proteste bei der Bundesbahn auch die Proteste dort in Mexiko unterstützen. Dazu werden wir ziemlich bald mehr erfahren können, weil da schon einiges recherchiert wurde, was noch zusammengeschrieben wird. Aber der Widerstand ist auf jeden Fall sehr stark auch dort und leider wird trotzdem gebaut. Deshalb gibt es viele widerständische Bewegungen, wie wir hier eben sehen, dass den Kapitalismus, diese Art von Desarrollo, diese Art von Entwicklung, die Leute, Menschen so nicht wollen. No al tren Maya, also Widerstand gegen diesen Maya-Zug. Ein anderes großes Problem ist, überall, wo die Menschen im Widerstand sind, kommt es auch zu Vertreibungen. Es kommt immer wieder zur Repression gegen die Zapatistas. Ich hatte vorhin erwähnt, nach dem Aufstand damals 1994 gab es eine militärische Antwort der mexikanischen Regierung. Allerdings, die Zapatistas kämpfen gar nicht so sehr mit Waffen. Das war nur zu dem Zeit des Aufstands. Ansonsten ist ihr Kampf wirklich ein gewaltfreier, sozialer Kampf der indigenen Dörfer. Und es hat sich jetzt nochmal besonders gezeigt, auch in der Zeit von Corona, wo es schwierig ist, dass Leute auch von außen dorthin kommen. Die Zapatistas, wenn sie angegriffen werden, sie haben weiterhin ihre zapatistische Armee, aber sie setzen sie nicht ein. Sie versuchen eher durch zum Beispiel Menschenrechtsbeobachtung, durch zivile Friedenscamps, dadurch, dass zivile Organisationen von außen kommen, präsent sind, die Situation beobachten, damit auch Gewalt eindämmen. Und was aber gerade in der Zeit von Corona dann so nicht möglich war, dass mal Leute von außen kommen hat. Da wurden zum Beispiel hier die Kaffeelager angezündet, von Paramilitärs in Brand gesteckt in dieser Zeit und sie konnten sich da nicht wirklich gegen wehren. Normalerweise würden die Zapatistas dann auch versuchen, ins Gespräch zu kommen. Die Paramilitärs sind nicht immer ganz Unbekannte. Das sind zum Teil auch einfach Leute, die bekannt sind in den Dorfgemeinschaften. Die Zapatistas sprechen oft auch von den Brüdern und Schwestern, die einen Irrweg gehen, die vom Militär aufgefordert wurden, gegen die Menschen zu kämpfen, die Zapatistas sind. Wir haben andere Situationen, wo Menschen vertrieben sind. Und etwas, was wir tun können, ist da dem gegenzusteuern durch die Menschenrechtsbeobachtung. Georg hat vorhin die Organisation CAREA erwähnt. CAREA ist ein Verein hier in Deutschland. Es gibt ähnliche Vereine in anderen Ländern Europas oder Nordamerikas. Und unsere Aufgabe von CAREA, wo wir ja auch beide mit dabei sind, ist, dass wir hier zweimal im Jahr Menschen vorbereiten, die gerne die Menschenrechtsbeobachtung durchführen wollen. Gleichzeitig gibt es die Dörfer in Chiapas, Zapatisten, aber auch nicht-zapatistische, einfach soziale Bewegungen, vor allem aus gespaltenen Dörfern, wo Angriffe sind, die dann bei dem dortigen Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas anfragen, ihnen Menschenrechtsbeobachtung zu schicken. Oder Brigada Civiles para la Paz, wie man auch sagt, zivile Beobachtungsbrigaden, zivile Friedensbrigaden, die dann vor Ort sind. Die Dorfgemeinschaften stellen eine Unterkunft zur Verfügung, stellen den Leuten, die hier als Menschenrechtsbeobachtung tätig sind, Brennholz und Tortillas zur Verfügung. Und ansonsten muss jeder es selbst finanzieren, seine Reise dorthin und vor Ort zu sein. Die Aufgabe ist zum Teil einfach die Beobachtung auch der militärischen Bewegungen und die Dokumentation von dem, was wir dort sehen und erleben. Und das ist eigentlich recht effektiv. Also die Leute dort vor Ort sagen, durch diese Beobachtung können wir es eindämmen, sonst würde es vielleicht einen viel größeren Krieg gegen uns geben. Und so haben wir die Möglichkeit, unsere Ideen, unsere Gesellschaftsformen weiter auszubauen. Hier haben wir nochmal den jetzigen Präsidenten, der eben von vielen noch als linker Präsident gesehen wird. AMLO ist so die Abkürzung für ihn.
Und derweil im Land glaubt kaum einer noch, dass es ein Linker wäre. Er schickt die Nationalgarde zum Beispiel auch, ist die Nationalgarde mitbeteiligt, den Tren Maya zu bauen. Oder zumindest dort zu überwachen, dass er gebaut wird. Oder auch bei den Autobahnen, die gebaut werden, wird die Nationalgarde geschickt. Und das sind natürlich dann auch Bewaffnete. GN Guardia Nacional. Jo. Aber die Leute sind weiterhin im Widerstand. No al Tren Maya, nein gegen das Maya-Zug und andere Projekte, die die Natur zerstören. Ne? Wir akzeptieren nicht die Zerstörung, den Tod der Mutter Erde. Dann will ich das Wort wieder an Georg zurückgeben. Dankeschön. Bild ist irgendwie klein geworden, das war nicht beabsichtigt, sorry. Genau, ein Ding bei dem Tren Maya, das ist eigentlich auch wieder so ein gutes Beispiel, es wird natürlich irgendwie als grün verkauft, es geht ja um eine Zugstrecke und so weiter. Was halt dabei verschwiegen wird, es sollen Sonderwirtschaftszonen entlang der Route gebaut werden, wo also Industrieparks die ohnehin schon sehr dürftigen mexikanischen Umweltauflagen dann völlig unterlaufen können, so. Es sollen Massentourismusprojekte, das hat ja Heike schon erwähnt, mitten in Naturschutzgebiete gebaut werden. Und es soll eben auch eine Autobahn gebaut werden. Und da gibt es zum Beispiel in Bad Chajón, in Chiapas, einen Widerstand von indigenen Gemeinden. Das sind keine Zapatistas, aber es sind, ist eine ihnen nahestehende Organisation. Und genau, das nur auch nochmal so als Beispiel. Da haben wir also einerseits wiederum ein Projekt, wo noch ganz was anderes, ja, wo noch ganz was anderes mit hinten dran kommt, nämlich ja eine Autobahn, auch wenn das im Namen erstmal nicht begriffen ist, nicht mit inbegriffen ist. Und was auch noch das Spannende ist, ist halt, dass dieser Kampf dort sich in mancher Hinsicht halt sehr mit Kämpfen ähnelt, die wir hier haben. Daher auch dieses Bild. Wir haben eine Veranstaltung gemacht in der Klima- und Umwelt AG, wo wir AktivistInnen aus Bad Chajón, also Indigene aus Chiapas und Menschen aus dem Dannenröder Forst zusammengebracht haben und sich haben austauschen lassen über ihren jeweiligen Kampf. Genau, und im Ergebnis dessen haben wir dann dieses Jahr beim Klimacamp im Dani auch ein schönes Soli-Foto gemacht und dorthin geschickt. Dort steht drauf, Dani und Bad Chajón, wir stehen Seite an Seite für das Leben und gegen die Repression. Genau, ich möchte auch noch kurz zu dieser Organisation was machen, weil das was erzählen, weil das also die dritte Organisation ist, die die Delegierte schicken wird, jetzt gemeinsam mit den Zapatistas. Und zwar ist das, ja, die Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Die Übersetzung seht ihr unten drunter. Und deren Hauptkampf ist eigentlich gegen ein großes, ja, auch ein großes Infrastrukturprojekt. Es sind immer ähnlich, diese Kämpfe. Dort sollen jetzt also ein, ach, was hat das nochmal alles umfasst? Es geht um ein großes Energieprojekt. Es soll ein Wärmekraftwerk, zwei Gaspipelines und entsprechend natürlich auch Stromtrassen und so weiter gebaut werden. Und teilweise, also zum Beispiel diese Pipeline, die soll direkt am Popocatépetl entlang führen, was einer der aktivsten Vulkane von Mexiko nach wie vor ist. Also ja, auch aus geologischer Sicht völlig daneben einfach. Und das Kraftwerk, zu dem das Gas geführt wird, das bezieht sein Wasser aus einem Fluss, der da lang fließt. Und genau, was natürlich zu Trockenheit führt und die Wassertemperatur vollkommen verändert, was wiederum dass die Fauna im Fluss über den Haufen wirft und so. Ja, dagegen, also das ist eines oder beziehungsweise das Hauptbetätigungsfeld dieses Zusammenschlusses. Dagegen wird sich dort organisiert. Und Heike, machst du die nächste Folie bitte? Danke. Ein berühmtes Gesicht dieser Bewegung war Samir Flores Soberanes. Und genau, den erwähnen wir auch immer gerne an dieser Stelle. Er war eben wirklich so ein, ja, jemand, der viele Menschen in seiner Bewegung inspiriert hat und der auch zum Beispiel ein Gemeinderadio gegründet hat. Also in Mexiko sind ja sehr viele solche Bewegungen von den Zapatistas inspiriert und haben eben so in den letzten 20 Jahren angefangen, ähnliche Strukturen aufzubauen.
Also ein eigenes Bildungssystem oder eigene Gesundheitsversorgung oder eine demokratische Polizei, weil die staatliche Polizei eben so durch und durch korrupt ist. Oder eben in dem Fall eigene Medien, also ein eigenes Radio. Ja, und ihr seht hier dieses Zitat. Samir wurde von dem neoliberalen Regime getötet. Wir wissen nicht, ob es die Regierung, die Businessklasse, also die Geschäftsklasse, wie auch immer, oder die kriminellen Kartelle waren oder alle drei zusammen. Das ist in Mexiko auch nie auseinanderzuhalten. Die Übergänge sind absolut fließend. Diese Akteure, also organisiertes Verbrechen, Konzerne und Regierung, die sind absolut verwoben miteinander. Und tatsächlich wurde Samir getötet, 2 Tage nachdem der Präsident ihn öffentlich angegriffen hat und ihn beschimpft hat als einen Neokonservativen. Er ist ja vermeintlich links, der jetzige Präsident, also bezeichnet er seine politischen Gegner immer als Neokonservative, obwohl er und auch als Neoliberale, obwohl er selber einfach einen wirklich denselben neoliberalen Kurs von vorher weiterführt. Ja, und wie gesagt, kurz nachdem er ihn so angegriffen hat, wurde dann Samir getötet und ja, hat aber, also es gibt auch diesen Spruch in verschiedenen Bewegungen, zum Beispiel auch bei Berta Cáceres in Honduras, oder in diesem Fall eben bei Samir, er wurde nicht getötet, er wurde vervielfacht, vermillionenfacht. Oder eben auch, sie wollten ihn beerdigen, aber sie wussten nicht, dass er ein Samen ist. Tatsächlich sind das eben so Charaktere wie er, die einfach dafür gesorgt haben, dass sich nochmal ganz viele Menschen in seinen Gemeinden gesagt haben, nee, jetzt erst recht, wir organisieren uns, wir wehren uns, wir bauen hier was auf. Und nicht, ja, vor diesem Hintergrund kann man das sicherlich auch betrachten, dass eben die Frente jetzt auch eine Delegation mit nach Europa schicken wird. Was natürlich spannend wird, weil wir uns mit denen dann auch gut über ja, Klima- und Umweltkämpfe austauschen können. Und damit würden wir zum letzten Teil des Inputs kommen, nämlich was wir in diesem Themenbereich jetzt im Zuge der Reise für das Leben, also im Zuge der Vorbereitung auf die zapatistische Reise so planen und machen. Und da würde ich das Wort erstmal wieder an Heike übergeben. Ja, gut, danke. Ja, wie ich vorhin schon sagte, sind ja im Rahmen der Reise, die ja schon seit etwa einem Dreivierteljahr angekündigt wurde seitens der Zapatistas, aus dem Yabasta-Netz heraus verschiedene Arbeitsgruppen entstanden und eine ist die Klima-AG und wir haben dann angefangen, uns zu vernetzen mit den Klimakämpfen auch hier in Europa und hier in Deutschland. Und haben dabei selbst festgestellt, also für mich war es echt faszinierend, wie viele Klimakämpfe es eigentlich hier in Deutschland gibt. Ne? Und wir haben dann geschaut, wie vernetzen wir uns miteinander und hatten dann auch schon Veranstaltungen. Online geht ja doch sehr vieles, ne? Zwischen Dani und die Leute, die in Bachajón gegen den Autobahnbau dort kämpfen, den Autobahnbau. Und ein großes Problem für die Leute in Bachajón ist eben im Moment auch die Guardia Nacional, also die Nationalgarde, die praktisch militärisch mit beteiligt ist, einen Autobahnbau vorzusetzen. Und hier im Dani, das wisst ihr wahrscheinlich, eine große Bewegung, die versuchen, die Bäume zu schützen gegen den Autobahnbau hier in Deutschland. Und darum geht es uns auch eben bei dieser Reise, darum geht es den Zapatistas, diese Kämpfe von unten links, den Widerstand gegen Ausbeutung, Kolonialismus, Eroberung, Widerstand gegen Kapitalismus miteinander zu vernetzen. Und diese Vernetzung, die ist eigentlich schon seit über einem halben Jahr im Gange und immer relativ weit gewachsen. Und es wird auf jeden Fall, ja, dann ist es so, dass all die Bewegungen, Organisationen hier in Deutschland sich super darauf freuen, dass die Zapatistas kommen. Und auch Leute einzuladen hierher, dass wir miteinander uns austauschen, miteinander uns mehr vernetzen, miteinander kämpfen für die Umwelt. Und mir persönlich wurde immer mehr bewusst, wie nah eigentlich unsere Kulturen zusammenpassen. Das sind oft diejenigen, die hier in den Baumhäusern sitzen und die Baumhäuser verteidigen, der Kultur, der, sagen wir, mitteldeutschen Kultur sehr fremd, sehr weit entfernt sind und der Kultur der Zapatistas viel näher. Und die Kultur der Zapatistas auch unseren Klimabewegungen viel näher ist als den Mittelschichten in Mexiko zum Beispiel.
dass wir also da, auch wenn wir weit weg voneinander sind, unsere Kulturen sehr gut zusammenpassen. Jo, und so sind schon im Dani und im Hambi schon einige spanische Wörter entstanden und sogar in Tzotzil-Wörter bis hierher gekommen. Und das zeigt also diesen ganzen Austausch. Genau, vielleicht, bevor wir weitergehen, noch so ein bisschen, nee genau, geh nochmal eine Folie zurück gerne, Heike. Dann würde ich noch kurz ein bisschen erzählen, was bisher quasi ganz konkret irgendwie in der AG gelaufen ist. Also es ging vor allem natürlich viel um Vernetzung. Wir haben Infoveranstaltungen gemacht für Leute aus den verschiedensten Bereichen der Klimagerechtigkeitsbewegung und haben da tatsächlich, das ist ganz schön, wir haben so wirklich von NGOs bis eben den autonomen Organisierungen in Waldbesetzungen haben wir sehr unterschiedliche Leute da zusammengebracht, die sich dann teilweise einfach in ihren Regionalvernetzungen wiederum organisiert haben. Also die ganze Reise ist einmal in thematischen AGs organisiert, aber der Hauptteil der Basis ist sozusagen, dass wir uns in verschiedenen Städten zusammentun und dann auch themenübergreifend. Ne? Genau, da waren wir eben zum Beispiel im Dani, das war das vorherige Bild, wo auch dieses Soli-Foto entstanden ist, haben dort eine Infoveranstaltung gemacht und auch Leseabende mit Geschichten von den Zapatistas. Sehr empfehlenswert, die zum Beispiel die Geschichten vom alten Antonio, um sich mal auf eine eher poetische Art und Weise den Zapatistas und ihrem Weltbild anzunähern. Genau. Und letztendlich gibt es jetzt Einladungen eben an verschiedene Orte. Da haben wir schon gar nicht mehr unbedingt so richtig den Überblick. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Dani die Zapatistas einlädt, der Hambi, Lützerath, beziehungsweise auch aufs Kuloko, aufs Kultur- und Kohle-Festival und das dazugehörige Klimacamp. Wenn es passt, werden sie eingeladen zur IAA nach München, wenn das terminlich passt, also die Proteste gegen die internationale Automobilausstellung. Nach Pödelwitz, in ein Dorf, was bei Leipzig vom Abbaggern bedroht ist. Es gibt das Angebot, dass sie einen klimaaktivistischen Segelturn auf der Ostsee mitmachen, zusammen mit Klimaaktivisten aus anderen Gegenden. Das ist das, was mir gerade so spontan einfällt. Ach ja, wir haben auch noch was ich persönlich eine sehr schöne Sache noch finde, einen Austausch geplant. Auf Initiative der IDK, Initiative Demokratischer Konföderalismus. Da kam der Vorschlag, sich über mehrere Tage über das Ökologieverständnis der Zapatistas, der kurdischen Bewegung und der Aktivisten hierzulande auszutauschen. Genau, das sind so die Sachen, die mir jetzt einfallen. Und ihr findet auf jeden Fall noch einiges an Infos. Una leyenda famosa de un pueblito partidista. Tenían chivos y vacas, ordenado sus riquezas. De repente aparece la hidra sin llenadera.